Bananarama Man, yeah. Danke fürs Hey, Abo. willkommen in Hollywood. Hier ist der Cricky von Ravioli. Danke dir für dein Abo. Und das ist das Follow-up zum Milchmelk-PC. Ich habe das Board gewaschen und von seiner Vaseline befreit. Wie ich es, glaube ich, in dem einen Video schon erwähnt habe, hier liegt das Brett. Da ist das Ding. Und habe jetzt gerade den Kühlkörper hier auch mit einem neuen Kühlpad versehen. Neu, nochmal neue Paste drauf. Lüfter wieder drauf, RAM drauf, Kontakte gesäubert, Batterie drauf. Ich hatte die Batterie ab und das Ganze halt sauber gemacht. Hier hinten sieht man halt noch schön, dass da so mal so ein bisschen Vaseline-Fett im Einsatz war. Das ist noch ein bisschen schmierig, aber das soll uns jetzt nicht stören. Es müffelt mir auf jeden Fall nicht die Nase weg. Ja, wir optimieren jetzt das Gehäuse dahingehend nochmal so ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen was an Zeug beschafft tatsächlich. Und da schauen wir jetzt mal weiter, wie wir das Gehäuse. Also es sind ja so viele Vorschläge in den Kommentaren reingegangen. Das ist dann so wie bei, kennt ihr die Filme Bruce Allmächtig und Evan Allmächtig, wo sie dann die dankbare Aufgabe übernehmen, Gott zu spielen und dann am Computer sitzen und alle Wünsche versuchen zu erfüllen und die ganze Zeit Stimmen hören. Du musst dich ja für irgendwas entscheiden. Und ich bin dann halt so hingegangen, dass ich mir einfach meine Gedanken gemacht habe, wie wir das Ganze jetzt in Anbetracht der Umstände bewerkstelligen wollen. Und dann soll der Hinderk einfach einen Blick drauf werfen, also der Benutzer des PCs, wie sich das verhält. Und dann kann man eventuell noch nachsteuern. Ja. Ich hoffe, zum einen hoffe ich natürlich erstmal überhaupt, dass das hier noch läuft. Aber das soll uns jetzt pauschal zuerst mal nicht interessieren. Wir schauen uns jetzt das Gehäuse. Boah, ist es. Das wird schon werden. Irgendwie wird das schon werden. Das sehe ich auch so. Machen das mal auf. So. Das ist ja Thema Frontfilter. Sehe ich ein, dass der dicke Schaumstoff höchstwahrscheinlich einfach gar nichts durchlassen würde. Problem ist, du kannst halt hier auch nicht so einfach wechseln. Aber irgendwie muss da ein bisschen Luft durchgehen, dass es einfach besser zirkulieren kann. Vorher war ja quasi wirklich Luftstillstand in dem Case. Das heißt, ich sollte vielleicht schon schauen, dass ich da einen Filter reinbaue. Und da habe ich mir so Filtermatten bestellt. So, ich habe jetzt hier. Hallo Mama, bin auf YouTube. Hab jetzt hier, sieht man das halt, hier ist der Originalfilter drin. Und hier ist dann halt diese Aussparung dafür. Und da kommt man halt sehr bescheiden dran. Man muss den Deckel aufmachen, um diesen Deckel hier vorne abzunehmen. Ja. Alle grüßen sich bei ihrem Zukunfts-Ich. Das ist fantastisch. Ich habe hier den Amazonas leer gekauft. Und habe mir hier so Luftfilter-Dinger geholt. Ersatzfilter für Limodor-Lüfter-Serie. Kompakt, hast du nicht gesehen. 5 Stück je Verpackungseinheit. Optimale Filterung der Luft. Lange Lebensdauer ihres Ventilators. Perfekte Passform. Maximale Dichtheit ohne Leckluft. Bin mal gespannt, wie dick die sind. Ich habe die noch nicht rausgeholt gehabt. Nehmen einfach Damenstrumpfhosen. Ja, der Vorschlag kam auch. Massiv. So, guess what? Meine Frau hat keine Strumpfhosen. Nein, ich habe sie gar nicht gefragt. Und ja, ich glaube, ja, Luft kommt durch. Ich glaube, blau ist dann die Seite, die irgendwie die Ansaugluft ist und weiß dann halt die, also blau ist die schmutzige Seite und hier ist dann die saubere Luft, sage ich mal, ja. Er hat sich einen Arbeitsspeicher gekauft, aber nur mit 3,6. 16 GB, sogar Samsung-Chips drauf. Ja klar, bei der Taktung Samsung-Chips immer. Jo, jetzt müssen wir den natürlich einmal zurechtschneiden ein bisschen. Und dann machen wir den hier hinter. Gunther, Gunther, Gunther.
Wir machen das wie folgt. Wo ist mein Zeichengerät? Nicht in der Dose. Wunderbar. Dann machen wir das mit dem Nvidia-Lineal. So. Einfach hier unten ausrichten. Man könnte es auch messen, ich weiß. Das wäre viel zu einfach. Okay, wir messen. So, es sind 12 mal 12. Wer hätte das gedacht? Ja, dieses zum Silka-Gel-Päckchen kamen ja auch diverse Berichte, dass man das tunlichst vermeiden sollte, weil man sich damit die ganze Umgebungsfeuchtigkeit reinholt. Was sagt ihr denn dazu? Bisher war keins drin. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie bist du an das Lineal gekommen? Ja, das ist einem verrückten Zuschauer zu verdanken. Der womöglich was, ein bisschen was mit der Firma zu tun hat. So. Schnipp, schnapp, Birne ab. Zack. Wunderschön. Diese Mörderschere. Welcher Zuschauer könnte das sein? So. Ist das ein Filter für die Lüftung? Ja. Das ist ein richtiger Luftfilter. Ich glaube, der passt da auch recht geschmeidig einfach hinter. So. Ein bisschen zu weit oben. So. Das Problem ist, es ist eine Kunststofffront. Was soll ich damit? Da kann ich mit dem. Naja, gut. Das kleine Element hier, das ist tatsächlich wahrscheinlich magnetisch. Aber im Endeffekt ist es eigentlich Latte, ob das Ding dann da den Dreck dann festhält oder wie auch immer. Dann kannst du immer noch mit dem Staubsauger vorhergehen und dann reicht das. Ja. Hier, Silka-Dingen hatte ich ja auch integriert. Eine weitere Sache, die ich auf jeden Fall machen wollte, war dann halt entsprechend hier oben für Abluft zu sorgen, indem ich einen magnetischen Staubfilter benutze. Ich habe den Originalfilter auch noch drin, genau. Der hat ja noch nichts, der hat ja noch nie was gefiltert, weil der Lüfter ja noch nie lief. Doppelt gefiltert hält besser. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob die Kiste 24/7 läuft oder ob er die immer mal wieder anmacht. Das weiß ich gar nicht. Das hier ist so ein Silverstone magnetischer Staubfilter in weiß passend. Die kannst du dann halt oben drauf legen. Also ich dachte dann oben, damit halt dort dann die leicht erwärmte Luft, die ja entsteht, problemlos abweichen kann und nicht irgendwie einer kühlen Decke kondensiert oder so. So. Ich könnte ihn ja sogar verschrauben. Das ist ja mal perfekt. Ich könnte ihn theoretisch dann hier so oben mit draufpacken
und wollte dann halt einfach das, was jetzt drin ist, entsprechend beschneiden. So. Wenn ich denn ein Gerät habe, was dünn genug ist. So. Ein Glück habe ich hier unten Platz gemacht. So, sagen wir. Da ist ja gar nichts mitgekommen. Das ist nicht spitz genug. Dadurch. Aua! Ich habe mir nicht unten in die Hand gepikst, sondern ich habe mir hier oben den Finger gequetscht. So. Wie lang darf eine Grafikkarte sein? Ja, 24 cm kommt, glaube ich, hin. Und der Rand, wo keine Filter ist, wird abgeklebt. Ja, genau. Weil, wofür die Seiten offen machen? Wofür? Ne? Steigt ja keine erwärmte Luft von links nach rechts. Und ein Hitzeproblem hat das System garantiert nicht. So. I have to play Schwengeldengel. The Golden Hour. Nubi hat das. Noch nicht das Goldene, aber auf dem Weg dahin. Danke dir für dein Abo. So, wenn wir es hier unten ein bisschen zerkratzen, ist ja, glaube ich, eigentlich Latte. Kriegen wir es irgendwie schöner hin? Nee, 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 nee. Da ist ja eh schon da ein bisschen rostig. Also, komm. Nur meine Matte darunter ist natürlich nicht so geil. Matte! Matte MSI! Dass die Löcher auch zuschweißen. Jo! Man kann damit alles machen, was man noch nie zuvor gemacht hat. Und noch viel mehr. Wenn wir mal groß sind, tun wir auch Großes. So. Was ein Gefuddel hier. Hier auch noch ziehen. Schöne alte TFT-Folie. So. Wunderschön. Gut. Das ist jetzt offen. Und dann kann man hier entsprechend das Ganze abdecken und dann rieselt da quasi nichts mehr rein. Jetzt brauche ich natürlich Schrauben und Muttern. Und dann können wir das Ganze so fixieren. Aber das dient dann hier halt, wie erwähnt, einfach nur dem Fakt, dass warme Luft nach oben entweichen kann. Und dass halt so kein Staubdreck dann direkt ins Gehäuse rieselt, fällt, wie auch immer. Ja.
Hallöchen zusammen, ich grüße dich. Hier ist zu, da ist zu. Und jetzt gilt es, das Board wieder einzusetzen. Ja, aber von unten, dann musst du das Gaze aufschrauben. Das kann auch nicht zielführend sein. So. Komm du mal hier rein. Gutes Netzteil, Board meine ich. Das IO-Stil sitzt nicht mehr so ganz richtig. Andy mal live dabei. Ja, ich gratuliere dir. Da kann auch ein bisschen Dreck durch. Ja, das ist wohl wahr. Das kann man ja noch mit Tesafilm verifizieren. Von beiden Seiten. Dann schauen wir jetzt mal in unser Päckchen. Ja, vom externen Netzteil sehe ich ab. Bisher herrschte kein Airflow in dem Gehäuse. Null Airflow. Das Ding hat 4 Jahre überlebt. Weil bisher ein semi-passives Netzteil drin war. Unser semi-passives Netzteil wurde nie gefordert. Also... Alles andere sehen wir dann. Schrauben wir das Ding mal wieder fest. Den 4 schönen Schräubchen. Schöner Sock. Der braucht gar nichts, aber das schöne neue Seasonic Netzteil macht auf jeden Fall immer Party. Das ist ein AMD Sempron 3850. So. Wo können wir den Frontlüfter dranhängen? Womöglich hier hinten. Front HD Audio. Nicht, dass er gebraucht würde, aber wir stecken ihn natürlich trotzdem ein. Mähdrescher. Das ist ein Quad-Core mit 1,3 GHz. So, Reset, Power, HDD und Power LED. Kommt natürlich alles rein. Da, wo es hingehört. So. Okay, next step. Laufwerke rein. Das ist dann dieses Konstrukt hier. Und das ist halt auch das Problem. Du kriegst die Frontblende nicht abgenommen, solange das optische Laufwerk da drin sitzt. Und irgendwas stimmt mit dem SATA-Kabel hier nicht. Wirst du so da gar nicht hin? Ne, du wirst eigentlich da nach vorne, genau. Okay, alles klar. So, das runter.
Okay. Und Schräubchen rein. Eine coole an Party. Ja, vier schöne Schräubchen. Ah ja, eine hatte ich. Eine ist mir abhanden gekommen. Da hole ich mal eine neue. Weil ich das auseinandergeschraubt habe. Hey, Bild ausgefallen. Extra langsam aufgestanden. Ja. Naja, wir haben heute irgendwelche extraterrestrischen Aktivitäten hier. Und das Bild meiner Kamera fällt immer aus, wenn ich aufstehe. Ja, es war zu schnell. Cracky hat's kaputt gemacht. Ja, es geht aber. Man muss halt erstmal herausfinden, natürlich, in welcher Reihenfolge man was wie zusammenbaut. Ne? Das ist so. Das ist so erstmal das Interessante, das herauszufinden. Wir lassen einen Silkamann drin. Silka! Die zarteste Versuchung. Ja, es ist auf jeden Fall unheimlich. Das sehe ich auch so. Und das wunderschöne Seasonic-Netzteil. Habe ich jetzt nochmal Feedback bekommen, auch dass es mit eins der effizientesten bei so wenig Last sein soll. Last sein soll. Was mich natürlich sehr freut. Das ist ein gutes... Gutes Netzteil ist. Mit Seasonic macht man eigentlich wenig falsch. Einer der wenigen Hersteller, der auch komplett selbst produziert. So. Das Kabel ist niegelnagelneu. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, jeder hat schwarze Schafe im Sortiment. Die billigen Teile müssen sie ja auch verbauen, ne? Das ist halt so die Sache für sich. So. Netzteil ganz normal rein, weil das ist ja, da regnet es, es regnet ja nicht. Da regnet es ja nicht rein. Also mal davon abgesehen, ne, mit der Folie da. War dann auch so der Gedankengang, ja, ich weiß ja nicht, wo das Ding steht. So, zack. Und jetzt Hauptstrom dran. Was ein Träumchen ist, dass es einfach ein fester 24-poliger ist. Heutzutage, ja. Was soll das? Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Rockjumper, ich danke dir für dein Abo. So, einfach rein da. Zack. Yep. Kippen sie alles um, was im Hintergrund ist. Und den hier brauchte ich ja nicht. Vierpolig Molex. Aber hier natürlich den Strom und natürlich den vierpoligen Extrastrom für die Platine selber kommt hier oben rein und so, die SSD bekommt den Strom auf der anderen Seite. Dreh dich um und dann gehen wir mit dem End, ne, mit dem Mittelteil an die SSD. Oder besser mit dem Ende.
Ja, ich glaube, ich war mit dem Mittelteil hier dran. Ne? Ja, genau. Mittelteil da dran. Und das Ende vom Kabel, das Ende vom Lead dann an die SSD. Ich zeige euch das einmal gleich. So, ne? Also Stromkabel hier. Und dann geht es darüber. Und da ist dann die SSD. Ja. So. Gut. That's it. Und da noch einen kleinen Kabelbinder dran. Dass das Ganze in keinem Fall irgendwo in Richtung des CPU-Lüfters huschen könnte. Nicht, dass die CPU dann ein Problem bekäme, aber... Das wollen wir auf jeden Fall ausschließen. Und dann werden wir gleich wissen, ob meine Wasch- und Trockenaktion erfolgreich war. Ich habe das Ganze unterm Spülbecken mit heißem Wasser und Zahnbürste, zwei Zahnbürsten, abgeschrubbt. Dann bin ich nochmal mit dem Brausekopf in der Dusche drüber gegangen. Und dann habe ich das Ganze mit dem Föhn getrocknet. Dann habe ich das Ganze nochmal in ein Alkoholbad gelegt. Und dann gewendet, mal auf die I.O.-Anschlüsse gestellt in diesem Alkoholbad und so weiter und so weiter. Und dann habe ich das Ganze lufttrocknen lassen. 3 oder 4 Tage. Ja, und wir sehen gleich, was passiert, oder wir sehen nichts. Irgendwie sowas. Gucken wir mal. Hier haben wir einen Strom dran. Netzwerk. Bildschirm. Tastatur. Hältst du die Ohren zu? Das knallt gleich. Paff, piff, puff, peng. Na, dann habe ich gewonnen. Dann weiß ich auch nicht. Ein schwarzer Bildschirm. Machen wir den Bildschirm an. Hier haben wir noch Bild. Netzteil an. Rechner an. Noch sehen wir nichts. Habe ich den Clear CMOS noch gesetzt? Den Bordschalter dran. Bordschalter? Bildschirm ist angeschlossen. Auf jeden Fall. Wie soll ich denn diesen Clear CMOS ziehen? Verdammt nochmal.
habe eine Batterie jetzt drin wieder, ja. Ich hatte die vor der Waschaktion natürlich entfernt. Jetzt auf jeden Fall jetzt hier mal gesetzt auf 1, 2. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt angeht. Oh, okay. Da war der Klierzemos gesetzt. Dann ist ja alles gut. F1, enter setup. So. Ach ja, das war ja so ein Träumchen, das hier einzustellen. Aber ist ja gut, es ist nämlich der 1. Dezember. Hehe. 23 Uhr 13 haben wir hier gerade live. Zack. Safe. DOCP-Profil laden. And that's it. Können hier noch im Advanced Mode bestimmt irgendwas sagen. Irgendwas Sinnvolles. Das UEFI aktuell ist. Also würde ich doch eher sagen, never touch a running system, oder? Zumal das ein Windows 7 Ding ist. Monitor! Q-Fan, DC Mode. Ist das DC? Yo, it's DC. Standard. Chassis Q-Fan. Q-Fan Standard. Ja, ist doch okay so. Sehen und raus. Hallo Penner. Bananarama Man. Yeah, wunderbar. Yeah, yeah, yeah. Danke fürs Abo. Hans, dankeschön. Was wird gemacht? Der Milchmelk-PC revived. Simultan an einem Strang. Wiederbelebt die Möhre. Gewaschen. Erstmal mit Vaseline bearbeitet. Dann gewaschen. In Alkohol ertränkt. Getrocknet. Jetzt wieder montiert. Und es läuft. Ja. Frontlüfter. Extra Staubfilter davor. Seitendicht. Oben ein Staubfilter drüber. Fertig. Und dann soll unser Ostfriese einfach schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Oh, mit Windows 7, genau. Windows 7, das höchste der Gefühle für diese Software, die diese Milchmelkanlage steuern kann. Also hier so Deckel drauf. Und dann ist das gut. Dann bin ich auch mit dem Thema jetzt soweit durch. Ja, ich habe die ganzen Hinweise mit Nylon, Strümpfen und was weiß ich nicht was, habe ich alles. Ich habe alles aufgesogen, ich habe auch alles gelesen. Aber ich muss halt auch selber Entscheidungen fällen, treffen, wie auch immer. Ja. Wenn das hier hinten natürlich vielleicht was reinkrabbelt, wie auch immer. Weiß ich nicht. Kann ja passieren, wenn der nicht 24/7 läuft. Wobei das sehr engmaschig ist bei dem Netzteil. Vergleichsweise engmaschig. Ja, und hier oben kann dann halt warme Luft absteigen. Und links und rechts ist zu. Frontlüfter zieht Luft an, das fühle ich auch. Ja, das Q-Interview, genau. Dieses Event wird Ihnen präsentiert von Ravi Cola. Der Kuhkerner. Kuhhäuter übertakten. Ja, ist okay. Nächster Staubfilter jetzt hier hinter. Soll er sich vollziehen? Muss er beobachten. Und dann geht das Ding erstmal wieder auf den Weg. In diesem Sinne, liebe YouTube-Zuschauer, ich danke euch fürs Einschalten. Glück gehabt.
freue mich auf eure Kommentare und eine kleine Odyssee findet dann somit ihr Ende und ich hoffentlich auch meine blaue Maus auf blauem Tisch. Und wie reimen wir jetzt noch am besten? Mit Thanks for the Fish.